der Jogginghose, am Schreibtisch sitzen, Kaffeepausen, wann und wie oft man will und gerne auch mal ein bisschen früher Feierabend machen. Das ist Homeoffice. Wenn auch du das denkst, dann bleib dran und lass dich von mir überzeugen, dass das Homeoffice nicht nur Vorzüge, sondern auch Probleme mit sich bringen kann. 50% der Angestellten in Deutschland, die während der Corona-Pandemie Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht haben, sagen, dass sie auch in Zukunft in ähnlichem Maße von zu Hause arbeiten wollen. Und das spricht ja erstmal für die positiven Seiten des Homeoffice. Dass das aber nicht immer so ist, zeigt sich daran, dass in derselben Umfrage 37% der Menschen angegeben haben, in Zukunft weniger Zeit im Homeoffice verbringen zu wollen. Und ganze 15% wollen komplett aufs Homeoffice verzichten. Und das zeigt doch ganz klar, dass nicht immer alles im Homeoffice besser ist. In diesem Buschfunk-Video beleuchte ich anhand von aktuellen Studien die eher negativen Seiten des Homeoffice. Und ich sage dir, mit welchen möglichen Problemen du rechnen kannst, bevor du dich für die Arbeit im Pyjama entscheidest. Viel Spaß bei diesem Realitätscheck-Video. Zunächst mal ein paar Zahlen dazu, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt im Homeoffice arbeiten. Dies hat zum Beispiel die Hans-Böckler-Stiftung ermittelt, vor und während der Corona-Pandemie. Und wenig überraschend ist während der Pandemie der Anteil derjenigen, die entweder komplett oder teilweise im Homeoffice arbeiten, enorm angestiegen. Vor der Krise arbeiteten nur 4% der Beschäftigten vollständig oder teilweise im Homeoffice. Im April 2020 waren es dann schlagartig 27%, also mehr als jede vierte Person. Und das ist natürlich den Maßnahmen während der Corona-Krise zuzuschreiben. Im letzten gemessenen Zeitraum der Studien, Mitte 2021, waren es dann nur noch 15% aller Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiteten. Es sieht jetzt vielleicht so aus, als wenn das Homeoffice langsam zurückgehen würde oder sogar vielleicht ganz verschwinden würde. Aber mit der Diagnose wäre ich ein bisschen vorsichtig. 71% der Deutschen geben an, dass sie davon ausgehen, dass auch in Zukunft das Homeoffice eine wichtige Rolle spielen wird. Und vielleicht ist das ja auch für dich ein guter Grund, jetzt mal darüber nachzudenken, wie gut die Arbeit von zu Hause für dich funktionieren würde. Dass das Homeoffice durchaus einige Vorteile mit sich bringt, das belegen verschiedene Studien. So lässt sich zum Beispiel zeigen, dass sich Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren lassen, wenn man im Homeoffice arbeitet. Logisch, da kannst du dann mit dem Säugling auf dem Arm am Herd stehen und gleichzeitig dem Jahresabschlussbericht der Finanzabteilung lauschen. Großartig! Und natürlich würde im Homeoffice auch das Pendeln wegfallen. Laut Agentur für Arbeit könnte das dazu führen, dass ehemalige Pendler, hochgerechnet aufs Jahr, im Durchschnitt 7 ganze Tage Zeitersparnis hätten, die sie sonst im Auto hocken würden. Was mich dann zu der Frage drängt, was soll man bloß mit seinem Leben anfangen, wenn man nicht jeden Tag stundenlang im Stau stecken kann. Okay, es gibt also bekannte Vorteile, die das Homeoffice für uns attraktiv machen. Aber was sind nun die Nachteile? Hier kommen 3 Punkte, die dich zumindest mal zum Grübeln bringen sollten, wenn du im Homeoffice arbeitest. Erstens macht es durchaus Sinn, im Büro oder im Betrieb zu arbeiten, da dies Stress vorbeugen kann. Denn wenn wir die Arbeit in das eigene Zuhause bringen, dann fällt es uns im Gegenzug schwerer, unsere Freizeit zu genießen. Im Jahr 2021 sagten 60% der Homeoffice-Erfahrenen, dass sie das Gefühl hatten, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit im Homeoffice verschwinden. In einer Studie von 2017 wurde festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, abends von der Arbeit nicht abschalten zu können, ohne Homeoffice bei 25% liegt, mit Homeoffice aber bei ganzen 45%. Das heißt, dass du eigentlich Netflixen und chillen willst, denkst dann aber die ganze Zeit nur an diese Excel-Datei, die dein dämlicher Kollege zerschossen hat und die du am nächsten Morgen noch reparieren musst. Zweitens zeigt eine Studie aus den USA, dass Angestellte, die nach mehr Homeoffice fragen, mit Nachteilen in der Karriere rechnen müssen. Sie werden weniger unterstützt, weniger respektiert, als weniger angenehm und engagiert wahrgenommen und letztlich sogar als weniger geeignet für eine Beförderung befunden. Das ist also durch die Bank ein ziemlich heftiges Ergebnis. Die Autorin der Studie interpretiert das so, dass die Personen, die öfter von zu Hause arbeiten wollen, stärker von diesem idealen Bild des immer verfügbaren und zu 100% engagierten Arbeiters abweichen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was du nicht gebrauchen kannst, wenn du richtig Karriere machen willst.
Drittens denkt man zwar, dass man von zu Hause so viel chilliger arbeiten kann, als es im Büro der Fall war. Am Ende des Tages sitzt man aber oftmals länger am Schreibtisch, als dies im Betrieb der Fall wäre. 56% der Angestellten sagen, dass sie im Homeoffice länger für die Arbeit erreichbar waren als vor der Corona-Krise, als sie im Betrieb waren. 43% sagen, dass sie im Homeoffice mehr Wochenarbeitsstunden verbuchen als im Büro. Diese Tendenz, mehr Stunden zu arbeiten, ist vor allen Dingen unter Führungskräften oder anderen hochqualifizierten Arbeitskräften ausgeprägt. Ich denke, dass mit diesen drei Punkten klar geworden ist, dass die vermeintlichen Freiheiten, die uns manchmal im Arbeitsleben gewährt werden, nicht immer ein Segen sind. Das heißt, bevor du in Zukunft mehr im Homeoffice arbeitest, überleg dir doch am besten, ob die Rahmenbedingungen dafür in deinem Betrieb, aber auch im Team stimmen. Und wenn es dann losgeht mit dem Homeoffice, dann schaff dir klare Limits, zum Beispiel was die Arbeitszeiten angeht. Oder schaff dir Routinen, um das Arbeitsleben und die Freizeit zu trennen. Zum Beispiel ein kleiner Spaziergang nach Feierabend, nachdem man dann wirklich ganz sicher nichts mehr anfasst von der Arbeit. Wenn dich das Thema Arbeitszeiten angesprochen hat, dann guck mal in dieses Video von uns rein. Wenn du mehr über die Corona-Krise erfahren willst, dann schau mal in dieses Video, in dem wir festgehalten haben, wie sich die Schulschließungen auf Schüler und Schülerinnen ausgewirkt haben. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Buschfunk-Video.